Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten LoL-Trends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Nidalee. Sie hatte in Patch 14.3 einen kleinen Buff bekommen, der aber scheinbar gereicht hat, um sie erneut vor allem in den höheren Rängen absurd stark zu machen. Ihre Winrate ist je nach Elo-Bereich um fast 5% gestiegen und das, obwohl ihre Pickrate sich mehr als vervierfacht hat und Nidalee aus meiner Sicht der schwierigste Jungler im gesamten Spiel ist. Bevor wir zum Abfalleimer der Woche springen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Was war denn eurer Meinung nach die beste LoL-Season aller Zeiten? Für mich war es ganz klar die Season 4. Schreibt eure Meinung doch mal gerne in die Kommentare. Springen wir aber direkt hinein in unseren Abfalleimer der Woche. Und das ist LeBlanc. Sie hatte ja seit den Worlds letztes Jahr eine wilde Karussellfahrt, was die Patch Notes betrifft, und wurde seitdem insgesamt 5-mal hintereinander genervt. Dementsprechend sieht auch ihre Winrate aus. Sie ist statistisch betrachtet der schlechteste Midlaner im Spiel. Nirgendwo hat sie überhaupt in Richtung der 50% Winrate und im Low-Elo-Bereich ist sie mit 45% Winrate eine absolute Vollkatastrophe. Springen wir da mal dabei direkt hinein in unseren Nope der Woche. Maokai ist weiterhin auf der Support-Rolle kriminell bastelt und das, obwohl man ihn in Patch 14.3 schon auf der Support-Position genervt hatte. Maokai hat mit Trailblazer die ungelogen beste Item-Champion-Kombi im gesamten Spiel. Trotz der Nerfs hat er weiterhin fast 57% Winrate in der Brad Plus und zunehmend wissen die Leute nun aber auch, dass er kriminell bastelt ist. Denn trotz der Nerfs ist seine Bunrate weiterhin eine 45-Grad-Linie, die man einfach nach oben zieht. Er ist ab Diamond der meistgebannte Champion im Spiel und das völlig zu Recht. Damit wird es aber Zeit für unseren Broken Pick der Woche und das ist Illaoi. Nachdem sie vor wenigen Wochen noch der Abfalleimer der Woche war, ist sie nun nach den Buffs der beste Toplaner im Spiel. Dass sie nun auf ihren Tentakeln mehr Range hat, hat jede Season 14 Nerfs weit übertrumpft. Über 55% Winrate in Emerald Plus und eine Explosion der Winrate, Bunrate und Pickrate sind Werte, bei der sie völlig zu Recht der Broken Pick der Woche ist. Damit aber ab zu unserem Item der Woche und das ist Dawncore. Viele von euch werden sich jetzt fragen, hä? Was für ein Item? Wie heißt das? Dawncore kam als Neuerung zur Season 14 hinzu und jeder zweite weiß gefühlt nicht einmal, dass dieses Item überhaupt existiert, obwohl es das statistisch beste Support-Item im Spiel ist. Die Bonus-Heal- und Shield-Power für Base-Mana-Regen-Passive ist so absurd stark und dazu bekommt man dann ja einfach so nochmal on top 50% mehr Summoner-Haste als zum Beispiel die Lucidity-Boots geben. Das Item hat auf jedem Enchanter eine absolut gestörte Winrate als viertes oder fünftes Item. Zeit für den Fail der Woche und da habe ich für euch einen Klassiker der League of Legends Misplay-Kunst mitgebracht, der uns als Kracher der Woche eingesendet wurde. Kommen wir damit aber direkt zum Trick der Woche und da habe ich für euch einen Tipp, mit dem ihr endlich mal alle Skillshots trefft. Ihr hattet mit Sicherheit schon öfter die Situation, ihr benutzt einen Skillshot und obwohl der zu 100% optisch treffen sollte, geht er ins absolute Nichts. Das liegt für gewöhnlich am sogenannten Low-Ground-High-Ground-Effekt. League of Legends ist zwar optisch ein 3D-Spiel, was die Höhe eures Champions auf der Karte betrifft, berechnet jedoch alles auf einer 2D-Ebene. Damit ihr eure Skillshots trefft, müsst ihr euch daher Folgendes merken. Wenn ihr im Terrain höher als euer Ziel seid, müsst ihr höher aimen und wenn ihr niedriger als euer Ziel seid, müsst ihr niedriger aimen. Bevor wir in die neuesten Nachrichten rund um Riot springen, 95% von euch haben noch nicht diesen Kanal abonniert. Wenn ihr in Zukunft keinen weiteren Kluftkurier mehr verpassen wollt und uns unterstützen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal. Nun aber zur Frage, was macht eigentlich Riot? Riot plant für den Patch 14.4 erneut riesige Änderungen. Sehr viele Champion-Nerfs und Buffs. Im Prinzip werden alle großen Gewinner und Verlierer der letzten Patches nun erneut angepasst. Mit dabei zum Beispiel Illaoi, Renekton oder Kassante. Entscheidenderweise wird die Fountain Region jedoch angepasst. Eine Änderung, die aus meiner Sicht schon ewig hätte kommen müssen. Dazu wird auch noch Lethal Tempo im Early Game für Melees genervt. Die Zeiten, in denen euch ein Yone auf Level 1 mit etwa 0 Skills deadchecken kann, sind damit hoffentlich endlich mal vorbei. Das war's aber tatsächlich schon wieder vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten LoL-Trends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.